früher habe ich eigentlich nur realistisch gearbeitet, das ist also figurativ, wie man es nennt. Und von daraus ist das eigentlich langsam, hat sich das entwickelt. Die Skulptur hier zum Beispiel ist teilweise noch figurativ, das ist eigentlich ein Oberschenkel. Okay. Und so hat sich das eigentlich durch Materialwahl und Arbeitsweise hat sich das langsam immer mehr abstrahiert. Okay. Und da ist ja auch schon diese Kombination. Ja, da habe ich versucht, Sockel und Skulptur zusammenzubringen. Ja. Und das Zusammenbringen hat dann letztendlich dazu geführt, dass diese Arbeitsweise und diese Darstellungen von und dann kam dann dazu, dass es Landschaft eine große Rolle gespielt hat, nicht mehr Akt. Und das ist ein besonderer Stein? Das ist ein Carrara-Mauer. Okay. Aus Italien, ja.